Das Leben kann so gepuffert in so einer Mittelmäßigkeit laufen, aber sie kann eben auch Ausschläge machen, hoch und tief. Ich hatte ja eine Zeit lang gedacht, ich werde Weltpräsident. Dann kann man allen helfen, dann ist man überall dabei, dann gibt es keine Einschränkung. Es kommt aus Tschetschenien. Wir haben mit der Kinderklinik dort sehr eng zusammengearbeitet nach dem Großen Krieg. Es ist ein Sammelsurium von lieben Erinnerungen und meistens auch Geschenken. Wir müssen uns vorstellen, dass durch unsere Hilfe doch jedes Jahr über 4000 Patienten überall in der Welt geholfen wird. Das ist hier Kurdistan, wir waren in Erbil gewesen, das ist hier Bolivien. Die Sachen, die einem ans Herz gehen. Ne? Ein Abschied von Sachen, die man gut kann und die man geliebt hat, tut sehr weh. Ich verlasse einen großen Mitarbeiterstab, auf den ich mich hundertprozentig verlassen konnte. Und das ist auch ein bisschen natürlich mit Ängsten verbunden. Ich bin André Worsche, plastischer Chirurg in Bad Kreuznach. Erstmal hallo. Guten Morgen, Frau Rothe. Guten Morgen. Eins, zwei, drei. Bitte den Spiegel. Also, so viel habe ich weggenommen hier in dem Bereich. Bis zur Auflage. Ich schieße die Frauenbrust ist weg. Die Frauenbrust ist weg. Mal 140 Kilo gehabt. Das war mal zu viel gewesen. Dann wieder abgenommen. Und dann hängt alles. Ja. Und André macht eine spitze Arbeit. Gell? Das Schwierigste war bei der Bauchdeckenstraffung, dass die schönen Bilder nicht kaputt gehen. Also es passt jetzt ins Gemälde. Ne? Also gute Arbeit gemacht. Ja, dann. Hier soll ich mich hinsetzen. Ja. Das ist der Schreibtischstuhl meines Vaters. Ja, schön. Eva habe ich in Freiburg kennengelernt. Da hatte ich noch erst den Eindruck, naja, eine auch ein bisschen abgedrehte Persönlichkeit. Ich habe von Anfang an in Freiburg studiert und er ist ja dann aus Berlin, hat dahin gewechselt. Dann haben wir in Karlsruhe zusammen studiert. Unsere Eltern waren entsetzt. Wir hatten kein Bad und die Toilette war auf halber Treppe und gegenüber wohnten Türken, oben drunter Italiener. Drunten war immer die Kneipe und da hörte man, über Siebenbrücken musst du gehen. Und in der Nacht wurde man erschüttert, weil da eine Kegelbahn war. In dieser Atmosphäre sind wir dann doch groß und gemeinsam stark geworden. Ja, das war schön. Also das war wirklich eine schöne Zeit. Nonkonformismus ist ihre Devise. Wenn alle rechts rum gehen, dann sagt sie, warum gehen wir eigentlich nicht heute mal links rum? Was mir gefällt, ist, wenn jemand Esprit hat, wenn er die Dinge durchschaut. Er war auch nicht stromlinienförmig, ist nicht auf jeden Zug aufgesprungen. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Die ist süchtig nach Erkenntnis. Sie will eigentlich alles lernen. Sie will alles immer neu aufgreifen, um auch ihr ganzes Weltbild und ihr Dasein noch zu perfektionieren. Gut, unordentlich sind wir beide. Also von daher ist das eher wieder was Gemeinsames. Für mich ist so die Balance zwischen, man macht Dinge zusammen und jeder hat aber auch seins. So, mal gucken. Hallo, willkommen. Ja, morgen, grüß Sie. Ich bin heute hier, da ich gerne diese Schlupflider operieren lassen möchte. Klar ist es bestimmt auch kosmetisch nicht schlecht, keine Frage. Aber vor allem war mein erster Grund für mein alltägliches Leben und fürs Arbeiten. Da hat sie gesagt, nach 10 Jahren wäre der Effekt auch wieder weg gewesen. Mhm. Ich musste heute Bargeld mitbringen. Vorher läuft dir nichts. Echt? Ja, 1.800 Euro und für die, ja,
kann man mitbringen. Buongiorno. Ich würde gerne jetzt noch mal den Spiegel haben. Spiegel ist ein ganz wichtiges Element in meiner Abteilung, weil es für mich bedeutet, dass ich die Patienten halt mitnehmen will. Und dann kann ich auch in das Gesicht fassen, dann kann ich ihnen zeigen, was für Veränderungen möglich sind, kann ihnen auch zeigen, wo die Probleme sind. Und ich hoffe, dass dann einfach das Verständnis für das, was auch technisch ja umzusetzen ist, durch den Spiegel ganz anders wahrgenommen wird. Plastikchirurgie betrifft den ganzen Menschen und das Tolle ist halt, dass nicht der Arzt derjenige ist, der genau immer sagen muss, was hier richtig und falsch ist, sondern der Patient redet halt ganz intensiv selber mit. Es wird hier einen letzten Schnitt geben und das ist was sehr, sehr Trauriges, dass es zu Ende ist, aber auch was sehr Schönes, dass ich weiß, dass es A, gesund und munter abgeben kann und dass ich auch die Hoffnung habe, dass es, wenn ich mich verabschiede, hier genauso weiterlaufen kann. Ich glaube, dass er sich sehr gut vorbereitet auf diesen Abschnitt danach. Das ist, glaube ich, wird auch für mich unglaublich wichtig sein. Er macht mir ja alles vor als älterer Bruder. Ich bin Nicola Borsche, ich bin die jüngere Schwester, 4 Jahre jünger. Und André ist mein großer Bruder. Wir verstehen uns aber echt gut. Und dann hat er ja die Idee, dass er so kleine Operationen so und so noch weiterführt. Ob ihn das dann wirklich befriedigt, wird er feststellen. Vater war ja ein öffentlicher Mensch als Bratschist bei den Berliner Philharmonikern. Wir waren von klein auf gewohnt, in die Philharmonie zu gehen, in die tollen Konzerte mit berühmten Leuten. Ich weiß noch, wie Karajan da die 4 Jahreszeiten dirigiert hat und die brandenburgischen Konzerte. Ansonsten war der André eher zu Hause verankert, während ich immer nach außen mich gezogen gefühlt habe. Nicola hat ja früh mit Geige angefangen und sie hatte dann halt das große Talent und die Chance, das doch zu ihrem Ding zu machen. Hatte früh auch Freunde. Und ich war ein bisschen neidisch auf sie, muss ich sagen, obwohl sie 4 Jahre jünger war, aber ich war da eher so das Nesthäkchen, nicht? Und habe geträumt. Er hat da Chemielabor gehabt und war naturwissenschaftlich interessiert, hat so kleine Vulkane gebaut. Er war eben halt oder ist immer mein großer Bruder. Da konnte ich immer hinkommen, der konnte mir immer helfen, der konnte immer alles besser. Und das war auch für mich irgendwie nicht schlimm, sondern es war einfach oft eine Hilfe und eine tolle Sache. Sind so kleine Hände, winzige Finger dran, darf man nie drauf schlagen, die zerbrechen dann. Musik war immer präsent, weil Vater zwar nicht wahnsinnig viel geübt hat, aber das gehörte ins Alltägliche, dass da Musik lief. Ich selber habe dann auch erst mit Blockflöte und dann auch ein bisschen Geige, aber hatte nicht so die springende Begabung und Begeisterung dafür. Und da habe ich viel Klavier gespielt, aber so richtig Freude gemacht hat es mir erst auf so einer Klassenfahrt. Haben wir gemeinsam eben Gitarre spielen gehört und da habe ich gesagt, oh, das ist ja toll. Und dann habe ich rein autodidaktisch bin ich dann immer weitergekommen. Sind so klare Augen, die noch alles sehen, darf man nie verbinden. Ein Sehnsuchtslied. Es verbinden mich halt Erinnerungen mit Freiburg, mit Eva, gemeinsam durch die Straßen geschlappt und dann war ein Straßenkonzert. Wir standen da und haben uns einfach von der Musik inspirieren lassen und irgendwie ist das dann mal wieder aufgepoppt und als ich dann mal wo gehört habe, habe ich mir die Noten rausgeholt und seither spiele ich das sehr gerne. Gerade klare Menschen wären ein schönes Ziel. Menschen ohne Rückgrat haben wir schon zu viel. Wer möchte denn zuerst oder wenn ich sie zuerst? Gut, dann kommen Sie gerade mit. Ich betreibe eine kassenärztliche Hausarztpraxis für Allgemeinmedizin.
Kasse ist mir wichtig, weil ich für Gerechtigkeit bin. Und ich habe Zusatzbezeichnungen, also erstmal Allgemeinmedizin, aber dann Homöopathie, Naturheilverfahren, Osteopathie, das heißt dann manuelle Medizin, Psychotherapie. Das ist das Schöne daran, dass das Spektrum sehr groß ist und dass man nicht weiß, was bringt der Patient dieses Mal mit. Kreuznach ist ja im Gegensatz zu der Großstadt Berlin natürlich ideal, weil man alles mit dem Fahrrad machen kann. This is the next century, where the universal's free. Ich fahre in die Klinik mit dem Fahrrad, ich muss keinen Parkplatz groß suchen. Und ich kann auch die Atmosphäre ganz anders aufnehmen, den Leuten Hallo sagen und mich auch an den kleinen Dingen der Stadt erfreuen. Ich bin Gottfried Lemperle, vor 87 Jahren in Berlin geboren und plastisch Chirurg geworden. Yes, the universe's here, for everyone. Die plastische Chirurgie war damals, das war 1970, noch gar nicht bekannt und eigentlich nur an 6 Zentren in Deutschland praktiziert. Es ist ja immer ein Glücksfall, wenn man genau das auch beruflich macht, was einem Spaß macht und wo man dahinter steht. Und das ging halt weiter, bis ich dann aber den Facharzt für Chirurgie hatte. Hatte alle anderen Bereiche der Chirurgie alle mal durcherleben dürfen. Und dann war ich in eine richtige Krise geraten. Ich wusste nicht, ob ich den richtigen Beruf überhaupt gewählt hatte. Da war ich ziemlich down. Und dann hatte ich das große Glück, nach Frankfurt zu Professor Lemperle zu kommen. André Borsche. Der kam, glaube ich, 1990 zu uns. Er kam aus Karlsruhe, war schon Allgemeinchirurg. Ich war ein paar Tage da, dann war mir klar, das ist es. Und so hat er sich gut und intelligent angestellt. Borsche wurde dann sehr schnell Oberarzt. Ein halbes Jahr später hat er mich mit nach Westafrika genommen, nach Guinea. Und dort waren das so zwei intensive gemeinsame Wochen, dass ich gesagt habe, meine Güte, das ist so was Phänomenales, das will ich jetzt öfters haben. Man war richtig süchtig nach diesem Moment, so direkte Hilfe zu leisten unter wirklich übelsten Bedingungen. Wir sind ein sehr einfaches Fach. Wir brauchen nur Schere, Gabel, Licht, um operieren zu können. Während andere Chirurgen oder Orthopäden, die brauchen schon größeres Handwerkszeug und vor allen Dingen auch sehr viel sterilere Umgebungen. Wenn wir an der Haut arbeiten, da geht es darum, dass wir relativ schnell operieren und brauchen nicht so viel Sterilität wie eben Knochen oder Bauch oder irgendwo große Höhlen das brauchen. Wir sind sehr schnell Freunde geworden. Ich weiß jetzt von den Bildern her, dass wir sogar im Doppelbett nebeneinander gelegen haben und aus irgendeinem Grund war wohl drüber auch kein Dach. Und André war schon ein Sternegucker und hatte eine riesen Sternenkarte mitgebracht. Und wir haben ein Bild da, wo wir beide unsere Füße an die Decke heften und auf den Füßen liegt die Sternenkarte. Vor dem Einschlafen sind wir immer da gelegen und haben in den Sternenhimmel geguckt. Also wir haben uns von Anfang an gut verstanden und waren eigentlich ein Lebtag Brüder. Ich war ja auch nie auf die Idee gekommen, jemals dann Vorsitzender von Interplast werden zu dürfen. Nicht? Jetzt kommt noch Gottfried Lemperle, der Gründer von Interplast, vor 1980 Jahren. Ich bin der Meinung, dass wir einzeln, die Erfahrenen einzeln irgendwo hin sollten. Und 1999 wurde er der Vorsitzende und der hat dann eigentlich dieses Interplast erst groß gemacht. Ihr Lieben, möget einen Platz noch finden. Und ich glaube, Interplast steht für internationale plastische Chirurgie. Das sind Ärzte,
die gemeinsam die Idee haben, dass wir eigentlich nicht nur bei uns gute Medizin machen sollten, sondern auch im Ausland helfen können. Sprich, wir Plastikchirurgen haben den Anstoß gegeben, aber mit dabei sind ganz viele Narkoseärzte, Schwestern, Pfleger und auch alle andere Disziplinen sind herzlich eingeladen, solange sie flankierend auch rekonstruktiv aktiv sind. Und ich bin extrem froh, dass so ein international aufgestellter Verein in Deutschland so eine Kraft gewonnen hat. Wir müssen uns vorstellen, dass durch unsere Hilfe doch jedes Jahr über 4000 Patienten überall in der Welt geholfen wird. Im Moment ist Nepal auch ein ganz wichtiges Thema, weil ich denke, das sind Projekte, die sind so wertvoll geworden, weil der Funke, der von uns übergeschwappt ist, dort so aufgegangen ist. In so einer teilweise sehr sinnentleerten Welt, da ist man schon auf der Suche, warum machen wir das überhaupt oder wo können wir dem Ganzen einen Sinn geben. Und da ist das Helfen eigentlich eine relativ einfache Übung, der Sinnsuche irgendwie eine Antwort zu bieten. Als Arzt hat man es ein bisschen leichter und als Arzt, der jetzt durch die Welt reist, vielleicht noch viel leichter. Und darauf freue ich mich und das gehört irgendwie dazu. Nepal muss man mal erlebt haben. Genauso wie ich mich freuen würde, einfach nochmal unbeschwert durch die Landschaft zu gehen, den Bauern zuzuwinken, sich den einen oder anderen Tempel vielleicht nochmal anzugucken, sich über den Dreck und Matsch und viele andere Sachen hinwegzusehen und zu sagen, ach, ich bin hier eigentlich in einem exotischen Umfeld, was mich berührt. Nepal Krankenhaus ist ja so eine Art Vorzeigeprojekt geworden, nicht in den 25 Jahren, wo wir das gemerkt haben, dass von der kleinen Baracke zu wirklich einem fantastisch laufenden Krankenhaus sich entwickelt hat, ist unsere Idee, sich da auch mal zu verabschieden. Wir merken, dass mittlerweile die Ärzte und die Pfleger und alle, die drumherum fantastisch funktionieren, aber wir sehen auch, dass sie finanziell nach wie vor von uns abhängig sind. Hallo. Ist eigentlich ein Wunschtraum, den man sich für ein Krankenhaus immer zum Ziel setzen muss, dass es eine Herberge ist für die Bedürftigen und ohne Ansehen der Herkunft und all den anderen Sachen. Namaste, ich bin Dr. Roginia Shilpakar. Mein Gebiet ist die plastische rekonstruktive Chirurgie am Sushma Kurala Hospital seit 12 Jahren. Das ist eine ganz fantastische Frau, die ist erstens selber total geschickt, zweitens hat einen, wo man sagt, auch Weitblick und weiß, all das, was wir auch hier tun, so gut einzuordnen, dass es einfach eine Zusammenarbeit auf einem ganz hohen Niveau. 55.000 Menschen sind jedes Jahr von Verbrennungen in Nepal betroffen. Die kommen mit schwersten Vernarbungen und anderen Verstümmelungen der Gliedmaßen. Dann ist man natürlich auch erschrocken über den Gegensatz, den wir erleben. Nicht Kathmandu, eine aufstrebende Stadt mit Hochhäusern, reichen Geschäften und sowas. Und ein paar Kilometer weiter Leute, die überhaupt keine Perspektive haben, die das soziale Netz, was wir als selbstverständlich in Deutschland haben, dass das nicht vorhanden ist. Das ist eine Brutalität, die man als Arzt doch, wenn man hier so eintaucht, schon ganz anders miterlebt. Es gibt gerade mal 10 bis 15 plastische Chirurgen in Nepal. Deswegen wäre eine Unterstützung gerade diesem medizinischen Sektor in einem Land, wo dauernd mit offenem Feuer gearbeitet wird, eine richtig, richtig gute Sache. Wenn ich zum ersten Mal in ein Zimmer komme, versuche ich erstmal die Atmosphäre aufzunehmen. Das kann sein, es riecht. Die Leute gucken traurig. Die Leute sind irgendwie bedrückt. Und hier ist es einfach durch diesen freundlichen Gruß Namaste, sehe ich, wie mein Gegenüber reagiert.
Wir hatten jetzt die eine Frau gesehen, die keine Haare mehr hat, weil alles verbrannt gewesen ist. In Deutschland wäre es gar keine Frage, man würde eine Perücke organisieren. Jetzt versucht man hier in Kathmandu eine Perücke zu finden. Ich dachte, man geht in irgendeinen Laden und jemand muss sich da irgendwie auskennen. Großes Problem, nicht? Das heißt, wir werden die nächsten Tage alle Leute losschicken, um durch Connections rauszukriegen, ob es nicht irgendeinen Perückenbastler auch in Nepal gibt. I'm glad to meet you again. Es ist eine Riesenchance, Patienten, die man einmal operiert hat, denen man geholfen hat, nochmal nachbetreuen zu dürfen. Dann ist das also für mich immer ein auch sehr berührender Moment. Und das weitermachen zu können, ist fantastisch. Der Frau zu helfen. Genau, der Frau zu helfen. In der Medizin ist vieles machbar, aber die Garantievorstellung, die mancher Patient hat, dass es in jedem Fall immer gut gehen muss, das ist eine Illusion. Sowohl in Deutschland als auch hier. Dieser Hut hat mich seit dem ersten Einsatz in Guinea 1990 begleitet. Ist x-mal schon wirklich den Fluss runtergefallen und ich habe ihn abgeschrieben, weil er weg war oder ein Affe hat mir ihn geklaut. Und irgendwie 3-4 Tage später hat man mir diesen Hut wiedergebracht. Und es ist auch ein bisschen ein Test, ob die Leute wirklich nur wegen der Form uns mögen oder sowas. Und ich denke, dass wenn man uns ernst nimmt, nimmt man uns auch mit gewissen Schwächen und Firlefanz. Das heißt, sie müssen da durch, dass der Präsident eben mit diesem Hut da ankommt. Hier bei den Einheimischen im Hospital und so kommt es absolut gut an, überhaupt keine Frage. Wenn wir jetzt in Verhandlung treten mit Regierungsstellen und sind da irgendein Minister da direkt gegenüber, wie die das empfinden, da habe ich ein bisschen Zweifel. Es ist ein Markenzeichen und es macht mir Spaß. Also, und so ein bisschen die Leute necken, ankicken und sie so ein bisschen herausfordern, das gehört irgendwie dazu. Ich bin Heinz Stahl, ich bin inzwischen 80 Jahre alt und bin ja, hier über den Professor Lemperle, den Urvater dieses Projekts, der mich dann mal bei einer Familienfeier fragte, ob ich denn nicht nach Nepal ginge, um nach Strom und Wasser zu gucken, damit die überhaupt anfangen können. Er ist voll des Lobes, lobt meinem Geschmack nach manchmal zu viel. Da bin ich zu konservativ, bin im Schwäbischen aufgewachsen, da lobt man nicht so gerne. Aber letztlich tut es auch jedem gut und er ist wirklich ein Meister, der alle doch bei der Stange zu halten, positiv zu beeinflussen, dass jeder so seinen Job tut und dass das Gesamtgebilde dann letztlich auch funktioniert. Dr. Borsche ist so ein liebenswerter Mensch. Er ist in Deutschland ein angesehener plastischer Chirurg und der Präsident von Interplast. Wir fühlen, dass wir etwas Besonderes für ihn sind mit unserem Sushmakorala Hospital. In dem Sinne sehe ich mich auch noch nicht im Loslassen. Für mich ist Interplast noch ein weiteres positives Entwicklungsfeld. Nicht? Ich gedenke bestimmt auch noch mehr, auch Zeit zusammen, gerade auch mit der Eva, zusammen verbringen, weil ich denke, da ist auch in Zukunft noch meine Rolle. Ein Stück zu werden, aber gucken wir mal, wie sie mit dem neuen Bild zurechtkommt. Ein bisschen auf die Stirn bedecken, weil die hat ja auch das Bild schon ein bisschen wieder hergestellt. Wenn ich mit dem Auto hier durch die Stadt fahre, denke ich, wie schön es ist, dass ich in Bad Kreuznach mit dem Fahrrad in die Klinik fahren kann. Dass ich nicht dieses Gewusel, was ja für ein paar Momente sehr exotisch und spannend sein muss, aber an sich komplett nervt, dass ich das zu Hause nicht habe.
Morgen. Ich hatte mit Hilfe von Gottfried Lemperle an 100 Kliniken geschrieben, ob sie sich nicht vorstellen könnten, eine Plastikchirurgie aufmachen zu können. Und Lemperle hatte das wunderschön formuliert. Hier, das ist mein Bester. Wenn Sie den nehmen, dann fahren Sie gut. Und ich habe immerhin 25 positiven Antworten gekriegt. Das war 94. Und dann haben wir uns ein Wohnmobil gemietet, haben die Kinder eingepackt und sind durch Deutschland getingelt und haben diese 24 Stellen abgeklappert und haben mal geguckt, was an diesen Angeboten dran ist. Und das war ganz lustig. Die einen sagten, oh, die haben Plastikchirurgen, brauchen wir unbedingt. Dann habe ich gesagt, ja, haben Sie denn einen Operationssaal, dass man auch operieren kann? Ja, stimmt ja, Sie müssen ja operieren. Ja, Sie könnten ja am Samstag operieren oder wenn die anderen fertig sind oder überhaupt. Und dann sagt, ja Himmel. Und im Endeffekt war es in Trier und hier eigentlich in Bad Kreuznach das interessanteste Angebot. Ich bin Yvonne Peter, ich bin hier die Chefarztsekretärin in der plastischen Chirurgie und arbeite für den Dr. Borsche seit 28 Jahren. Das war ja die Patientin, die gestern noch mal da war. Stimmt. Ist die denn abgesetzt worden oder wird die trotzdem operiert? Also ich weiß, das ist, die haben mir nicht rückgemeldet. Ja, dann das ist nicht Er ist ein typischer Arzt, ja. Klar. Er kommt morgens, zieht seinen Kittel an, geht auf Station. Patienten werden angezeichnet, werden visitiert. Er geht in den OP, er macht die Sprechstunde. Das ist schon typisch Arzt, ja. Guten Morgen. Wie geht's Ihnen denn? Sie lachen auch. Würden Sie sich noch mal kurz zurücklegen, dann gucken wir das gleich gemeinsam noch mal an. Ah ja. Ja. Ja, also es sieht jeden Tag ein bisschen besser aus. Machen Sie meine Lippen noch ein bisschen auf? Ja, echt klasse. Und mit Essen trinken geht auch schon ein bisschen? Ja. Ja, ja? Sehr gut, sehr gut. Oh, das freut mich. Er gibt einem das Gefühl, dass man ihn schon ewig kennt. Der kommt dann so auf die Ebene runter, nicht von oben runter, sondern auf so einer gleichen Ebene. Und dann ist man begeistert. Ja, da sind Sie. Oh, allein spazieren. Wie ist Ihnen denn ergangen? Nehmen Sie mal Platz. Ja, super klasse. Ja. Sein letzter Tag, da möchte ich eigentlich noch gar nicht drüber nachdenken. Seid mal schön freundlich. Ja, wir müssen mal lächeln. Ja. Also, mein Name ist Sabine Haller. Ich bin ausgebildete Krankenschwester und arbeite seit 28 Jahren hier in der Abteilung für plastische rekonstruktive Chirurgie in der Ambulanz. Prima, ist ja fast abgeheilt. Ja. Echt toll, bin ich ganz begeistert. Vielleicht mag der Chef hier noch mal kurz draufschauen. Mhm. Noch mal hallo, also, hallo. Darf ich noch mal schauen? Wir haben gekämpft mit der Wunde, wir haben es mit Cutimetzobakterien. Ja, ja, ja. Das ist sehr, sehr viel besser geworden. Gut, es geht aufwärts. Genau. Ich merke, auch bei den komplizierten Fällen darf man nicht aufgeben. Ja. Es war das Bild, was Vater in seinem Riesenatelier in Berlin hatte an der Wand hängen und hat Lithografien gemacht und noch zusätzlich zum musikalischen sein künstlerisches Element ausgelebt. Also einmal das Bunte ist was Schönes, diese Vielfalt, diese Farbenfreude, dieses Strahlende, das kommt mir sehr entgegen. Nicht? Das ist was Tolles und dieses leicht Schwebende und auch so ein bisschen explosionsartig nach außen gehende ist das Expressive. Oh, hallo. Ach, Herr Jende, hier rein spaziert. Oh, hallo. Buongiorno. Nein, echt klasse. Ah, ja. Ich heiße Matthias Renner. Ich bin der leitende Oberarzt hier in der Abteilung für plastische und rekonstruktive Chirurgie im Diakoniekrankenhaus. Das war für mich so ein Highlight. Also ich hatte, Der Chef ist ja sehr bunt und sehr auffällig auf seine Art. Dieses Image, das pflegt er ja auch und das pflegt er erfolgreich, seit ich da bin. Ja, jetzt die, in Anführungszeichen, die Marke Borsche, wenn man das so sagen möchte. Ne? Das ist natürlich vor allem eine Außendarstellung und ein Bild, das man von außen kriegt, wenn man eben nicht jeden Tag mit ihm arbeitet. Ich habe ihn noch nie schreien gehört,
Aber wenn man ihn kennt, ich sage immer, das ist ja fast wie bei einem Ehepaar, mit dem man so lange Jahre zusammen ist. Man arbeitet ja, man verbringt ja viel Zeit miteinander. Was er nicht so gut kann, ist Dinge so klar auf den Punkt zu bringen. Es gibt Arbeitstage mit dem Chef, der ist so, als würde er sich die Augen verbinden und vor ihm ist so ein Krokodilsgraben und danach kommt irgendwie so ein, irgendwas mit Messern und noch ein Piranha-Becken und der Chef bindet sich die Augen zu und sagt, ich laufe da durch, ist kein Problem. Und dann läuft er los und der Erste wirft sich in den Krokodilsgraben und kämpft die Krokodile weg und der Chef läuft durch und der Nächste, der beschäftigt sich mit den Piranhas und wiederum einer räumt die ganzen Stacheln aus dem Weg. Und am Ende des Tages kommt der Chef an, nimmt die Augenbinde ab und sagt, boah, kein Problem, er ist auch nur ein Mensch. Ja, und es ist tatsächlich so, dass man auch von einem Menschen wie André Borsche nichts Übermenschliches erwarten muss. Erfolg kann auch was sehr Gefährliches sein. In dem Moment, wo man dann sozusagen von einer Sache zur nächsten getriggert wird und ist alles toll und gut, vergisst man, was alles damit dranhängt und wem man auch diesen Erfolg mit verdankt. Es ist ja nicht nur so, dass die Galionsfigur das tragende Element ist, nicht? Sondern es hängen bei allen Sachen ganz viele andere Kräfte mit dabei. Am Anfang war es wohl so, dass wir unter hohem Leistungsdruck gestanden haben. Ja, ich meine, wenn das Projekt gescheitert wäre, wenn es nicht angenommen worden wäre, das wusste man ja noch nicht. Wir haben alle viele Überstunden gemacht, er hat es vorgemacht. Er war lange, lange Stunden in der Klinik. Ja, er ist ja am Anfang überhaupt nicht vor, ich denke mal, 19 Uhr gar nicht nach Hause gegangen. Ja, aber er kommt noch aus einer Generation, wo das noch nicht so selbstverständlich ist, dass man sich alle haushaltstechnischen Dinge teilt. Heute würde man das gar nicht mehr in dieser Art und Weise durchziehen können. Da ist einfach das gesellschaftliche Bewusstsein, dass da der Mann auch noch einen anderen Part übernimmt, als dass er das seiner Frau überlässt. Nicht? Ich habe schon immer auf Lücke gearbeitet. Wir sind dann ja umgezogen und nochmal umgezogen, damit André die Stelle findet, die für ihn jetzt gut ist. Damit verbunden ist viele Jahre auch ein schlechtes Gewissen von meiner Seite. All die Zeit, die ich jetzt den Kindern in Indien, Bolivien, Afrika geschenkt habe, habe ich natürlich auch ein bisschen woanders weggeknapst, weggenommen. Und in Anfangsjahren hat sicherlich auch die Eva darunter gelitten, weil sie halt für die Kinder da war und der Papa im Ausland den Kindern geholfen hat. Also ich hatte nicht daran eingedruckt, dass mein Vater irgendwie zu viel arbeitet oder uns da irgendwie vernachlässigt. Also das eigentlich auf keinen Fall. Ich bin Marlene Borsche, die mittlere Tochter von 5 Kindern von André Borsche. Und ich wohne in Traunstein und bin mittlerweile dort Oberärztin in der plastischen Chirurgie. Natürlich bin ich total stolz, aber ich will betonen, dass es eigentlich ihr Weg ist und nicht der von mir ihr vorgezeigte Weg. Sie war nie jemand, der auf Beziehung aus war. Nicht? Sie hat alle Stellen sich komplett eigenständig gesucht und gefunden. Und ich im Hintergrund habe natürlich geschmunzelt und mich gefreut. Die plastische Chirurgie ist ein Bereich, wo man relativ schnell seinen Erfolg sieht. Man hat ein Problem. Und man operiert und dann hat man die Lösung. Wenn ich mir überlege, ich arbeite die ganze Zeit nur mit irgendwelchen Laborwerten und verabreiche Tabletten und hoffe, dass irgendwas steigt oder sinkt, ist das einfach für mich viel weniger greifbar. Auf der anderen Seite freue ich mich genauso über die anderen Kinder, die eben auch sich verwirklicht haben. Die sind ja fertige Persönlichkeiten, wenn die auf die Welt kommen. Ne? Das müssen wir uns ja gar nicht einbilden, dass wir da irgendwie großartig Einfluss nehmen. Wir können uns leider ihnen in den Weg stellen, aber wir können ihnen auch bestenfalls helfen, ihre Talente zu entwickeln und zur Blüte zu bringen. Meine Mutter hat meistens vormittags Praxis gehabt. Wir sind dann von der Schule gekommen. Also früher wurden wir noch abgeholt von ihr. Das war immer ganz abenteuerlich, weil sie dann auf dem Fahrrad uns dann alle eingesammelt hat vom Kindergarten und von der Schule. In der Schule musste meine Mutter uns alle sehr unterstützen. Hat immer mit uns Hausaufgaben gemacht und da war sie schon auch hinterher.
Ich bin ja auch aus einer großen Familie und das ist einfach schön, wenn man am Tisch sitzt, der eine sagt das, der andere sagt das. Und das haben Sie ja vielleicht mitbekommen. Unsere jüngste Tochter lebt ja nicht mehr und das ist immer in meinem Kopf, höre ich, wie der eine was sagt, wie der andere was sagt und dann ist da jetzt ein Loch. Das war mir gerade heute Morgen noch mal bewusst, dass da einfach eine Stelle unbesetzt ist. Ne? Es war schon so, dass es halt was ist, das Schlimmste ist, was halt jemals in meinem Leben passiert ist. Nein, der Tod unserer Tochter Mayelle hat uns natürlich sehr erschüttert und auch sehr bewegt, weil man vor so schicksalshaften Dingen natürlich auch mit unendlich vielen Fragezeichen steht und man fragt, was haben wir falsch gemacht? Was ist es sozusagen wirklich von oben herab bestimmt? Ja, also ich denke schon, dass der Tod von meiner kleinen Schwester schon uns so ein bisschen auf jeden Fall schon mehr zusammengeschweißt hat. Vor allem sagt es eigentlich jeden Tag, den du erlebst, den einfach so zu genießen, als wenn es der letzte Tag ist, nicht? Also und das sehe ich eigentlich als einen sehr positiven Ansporn, nicht auf übermorgen zu warten, sondern zu gucken, ach, Ärmel hochkrempeln, jetzt was machen. Ich denke, das ist schon bewundernswert, wie er das alles aufgebaut hat, auch natürlich neben der ganzen Familie und neben Interplast. Also ja, das liegt einfach daran, weil er, glaube ich, doch eine Menge mehr Energie hat als manche anderen. Das merkt man schon allein daran, dass er wirklich noch immer bis abends am Computer sitzt und ich dann schon längst ins Bett gehe. Das ist auf jeden Fall, denke ich, was Besonderes. Plastikchirurgie ist mit sehr viel Sorgfalt verbunden und auch sehr viel mit Zeit. Und Zeit, die ich investiere, kann ich ja selbst entscheiden, aber ich brauche eben auch Mitarbeiter, die mitziehen. Und wie man ja doch allgemein weiß, ist da das Selbstbewusstsein, geregelte Arbeitszeiten zu haben und auch eine gewisse Life-Work-Balance zu ermöglichen, zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Das war anfangs nicht so. Wir haben manchmal bis Mitternacht operiert, aber bis spät in die Nacht. Und da mussten Leute eben auch mithalten. Und als Operateur ist man natürlich so Feuer und Flamme, dass man die Zeit auch vergessen mag und einfach sich nur um den Patienten kümmert. Aber das ganze Begleitpersonal hängt ja auch mit dran. Ich hatte einen Burnout gehabt. 2010 hatte ich einen Burnout mit auch Aufenthalt, längerem Aufenthalt in der Psychiatrie, weil ich hatte halt keine Unterstützung im Sekretariat, außer die Schwester Sabine und eine Schreibkraft war ich ganz alleine hier im Sekretariat und die Abteilung ist immer größer geworden und ja, es war viel und ich hatte erst dann 2012 eine Kollegin bekommen, der hat das schon gemerkt. Auch bei anderen Kollegen merkt er das, aber solange man noch funktioniert, wird da nichts gesagt. Er ist nicht so der Übergott. Ja, man hat natürlich auch großes Interesse, dass es seinen Mitarbeitern gut geht, aber man weiß auch, dass jeder sein Päckle alleine schnürt. Und da zu merken, wann liegt es an mir, zurückzufahren, sorgfältiger zu sein, behutsamer Pausen einzubauen, dass mir das vielleicht nicht immer rechtzeitig bewusst wurde, das kann ich mir schon vorstellen. Und dann ist er halt auch eine ruhelose Person. Er hat halt die Energie, wo unser eins denkt, wo nimmt er die her? Zum Beispiel diese Interplast-Einsätze, das ist er nicht nur der Helfer. Er nimmt da sehr viel Kraft auch zurück. Diese Dankbarkeit und dass man wirklich was bewirkt hat in der Zeit, was Lebensverbesserndes, sag ich mal. Und das gibt ihm wohl auch sehr viel Kraft. Das Problem ist halt, dass bei den Einsätzen uns auch immer wieder Kinder oder andere Patienten vorgestellt werden, die so komplexe Veränderungen haben, dass wir das in so einem Kurzeinsatz vor Ort nicht sicher genug durchführen können. Und in all solchen Fällen
die natürlich sehr ausgewählt sein müssen, laden wir tatsächlich Patienten nach Bad Kreuznach, nach Deutschland ein. Ist schön, dass du da bist. Habib hat eine ganz schlimme Geschichte erlebt. Er ist in Afghanistan mit dem Essen für seinen Vater über die Straße gerannt, weil die Mutter sagte, der Vater arbeitet noch auf der Straße, bring ihn hin. In dem Moment ist eine Bombe von oben gekommen, Explosion. Den Vater war sofort tot und ihn schwerst verletzt. Dann hat man ihn in Afghanistan behandelt und irgendwann war da auch kein Geld mehr da. Nicht? Er hatte überlebt, aber alle anderen Rekonstruktionsschritte gingen nicht. Ja, etwa 12 Kinder hier. Knapp 200.000 Euro, die Interplast dort zusammen mit anderen Hilfsorganisationen investiert, um diese Operation zu ermöglichen. Ja, der Alexanderkopf ist ein Geschenk von Gottfried Lemberle. Alexanderkopf ist das Symbol der Deutschen Gesellschaft für plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie. Er symbolisiert so ein bisschen den Übergang von der Antike in unsere Welt und die tollen Möglichkeiten, die man heutzutage hat, auch Gesichter zu rekonstruieren, wobei man demütig sagen muss, dass schon 2000 vor Christus die ersten Nasenrekonstruktionen in Indien durchgeführt wurden. Und da ist er sozusagen ein Vorreiter, der Alexander. Ich habe ihn gerne hier auf der Fensterbank gehabt. Ich werde ihn jetzt weiterreichen. Ich werde meinem lieben Oberarzt es vermachen, mit der Bitte, es sozusagen genauso in Ehre zu halten und daraus seinen Lebensweg zu gestalten. So, ja, mein Lieber, gucken wir dich hier mal zu. Perfekt. Das Zusammensein mit den ehemaligen Mitarbeitern freue ich mich extrem. Wir kommen alle so das letzte Mal zusammen und die anderen freuen sich auch alle. Ich denke, deswegen haben wir auch so viele Zusagen bekommen. Wahnsinn. So viele liebe Eindrücke, das ist überwältigend. Wir kennen uns seit so vielen Jahren und wir haben auch schon viele Aktionen miteinander geplant, gemacht. Irgendwo gab es immer mal Punkte, wo er die Politik gebraucht hat, sei es für ein Visum, sei es für die Erlaubnis der Einreise oder der Ausreise, dass die Angehörigen eines Kindes kommen konnten. Oder wenn er gesagt hat, Julia, ich brauche Geld. Und dann sind wir auf die Suche gegangen. Also, er ist toll. Und ich finde es ganz großartig, dass wir die Chance haben, mit so einer Vielzahl von Menschen noch mal zu feiern, noch mal das zu erleben, was wir jahrelang einfach aufgebaut haben. Es ist ein Fest für Sie alle, für uns alle. Der Traum vom Fliegen ist halt was Großartiges, nicht? Ich habe früher auch, wenn ich so geträumt habe, die Augen zu hatte, immer gedacht, ach, du schwebst hier über unserem Dach herum und düst dann runter und bremst dann ab und bist irgendwie vogelfrei. Natürlich will ich auch meine Grenzen ausloten. Ich denke, man kann das Leben immer so in einer gedämpften Modulation erleben. Man kann aber auch so die Spitzen im Guten und im vielleicht doch auch Negativen erfahren, nicht? Und das greift einen dann auch persönlich noch viel mehr an. Und das ist eine Neugierde und auch ein Abenteuer. Dinge, die es zu erleben gilt, die richtig auch spannend sind, da bin ich dabei.